Im deutschen Exilarchiv 1933 bis 1945 der Deutschen Nationalbibliothek steht das Exil aus der NS-Diktatur im Fokus. Zu unserer wirklich einzigartigen Sammlung gehören die Exilzeitschriften Der Aufbau, New York und Das andere Deutschland, Buenos Aires. Beide sind wertvolle Forschungsquellen, weil sie Einblick in das Leben im Exil gewähren. Wie blickten die Exilierten auf NS-Deutschland? Wie gestalteten sich Alltag und Lebensbedingungen im Exil? Das Datenset umfasst über 80.000 Artikel. Für beide Zeitschriften liegen die Metadaten mit Verknüpfungen zu den einzelnen Heften und Artikeln als CSV-Tabellen vor, zudem Digitalisate und OCR. Interessant ist das Datenset für Textmining-Analysen. Wie häufig und wann wird über Massenmord, Krieg oder das andere Deutschland berichtet? Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ansätze.